Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Einen Tag nach dem 2:2 Unentschieden auswärts bei Rot-Weiß Essen. Wir wollten den Podcast eigentlich schon früher aufnehmen, hatten uns dazu auch schon verbunden, der Olli und meine Wenigkeit. Und dann sind wir von der Aktualität eingeholt worden. Da mussten wir tatsächlich den Dingen mal auf die Spur gehen, was da los ist. Als wir erfahren haben, dass es wilde Jagdszenen in der Implerstraße in Sendling gegeben hat. Unglaublich, welche Videos da durchs Netz geistern. Die Bild-Zeitung hat das auf der bundesweiten Seite Nummer 1 online schon drauf gehabt, diese Geschichte. Da wurden 60 München-Fans, aus dem Spiel von Rot-Weiß Essen zurückgekehrt sind und aus der U-Bahn ausgestiegen sind, in der Implerstraße abgefangen, mutmaßlich von Bayern-Fans. Und was da abgegangen ist, unfassbar. Das hat man so, glaube ich, auch in der Heftigkeit noch nie gesehen. Am Boden liegende Fans, die getreten wurden, die gegen den Kopf getreten wurden. Also wirklich unglaubliche, schlimme Szenen, die wir da gesehen haben. Der Olli hat darüber berichtet. Weißt du schon mehr mittlerweile? Na, mehr weiß ich noch nicht, aber ich wurde eben heute in der Früh darüber informiert, mit einem Video eben aus der Fanszene. Und das ist eine völlig neue Dimension, die da jetzt in München vorherrscht. Eben dieser Fankrieg lebt zwischen 60 und Bayern neu auf mit dieser Aktion. Man muss mal wissen, dass diese Aktion geplant war. Also es war nicht abgesprochen, wie teilweise Medien darüber auch berichtet haben. Also das muss ich einfach mal klarstellen. Da trifft die Löwenfans keine Schuld oder beziehungsweise die Ultras keine Schuld. Ja. Die wollten einfach nach Hause und wurden dann eben vom FC Bayern oder von Bayern-Fans überfallen. Hinterlistig, sage ich schon, so deutlich auch. Denn es war dieser Kreis der Löwenfans, das waren die jungen Ultras, in Anführungszeichen, und die schweren Jungs von 60 München waren da nicht mit dabei. Und das ist natürlich schon, wenn man sich dann gegen die Schwächeren dann eben stellt, ich sage schon mal, oder ich glaube, oder ich rechne damit dem Schlimmsten eben in der Fanszene, weil das ist natürlich, hat ein völlig neues Geschmäckle jetzt, und man kann nur hoffen, dass sich beide Fanlager beruhigen wieder, aber ich gehe nicht davon aus. Ja, also dieses wie soll ich es beschreiben, dieses Hooligan-Dasein, das hat natürlich auch bestimmte Regeln, an die man sich da hält. Ein normaler Fan muss das nicht verstehen. Ich werde es auch nicht verstehen, dass sich rivalisierende Gruppen dann teilweise verabreden, um an irgendeinem Ort dann ungestört sozusagen sich dann alles Mögliche an den Kopf zu werfen und aufeinander einzuschlagen. Das gibt es tatsächlich, das wird so gemacht, das ist üblich. Dementsprechend war auch die Polizei in München ein bisschen überrascht, dass das eben so abgelaufen ist, dass es quasi mitten in der Stadt, in der Implerstraße passiert ist, wo zahlreiche Leute ihr Handy gezückt haben, wo es Notrufe gab, wo hupende Autos um diese schlägernden Hooligans drumherum fahren mussten. Also sowas hat es eigentlich, glaube ich, noch nie gegeben. Bin mal gespannt. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, Tobi, dass in den letzten 30, 40 Jahren sowas in München gegeben hat. Es gab natürlich, ich glaube, 2018 oder 2019 einen Vorfall, ich glaube, die Löwenfans haben da hier eine Gaststätte überfallen, wo Bayern-Fans drin waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Lokal geheißen hat. Ich glaube, das war am Isartor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mamacitos, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und das war jetzt vielleicht auch die Retourkutsche, ja, aber trotzdem war das sehr, sehr hinterlistig der Roten eben. Und ich glaube, dass das ein Nachspiel haben wird. Und normalerweise treffen sich die beiden Kontrahenten ja immer auf dem Acker. Ja. Jetzt, was heißt Acker? Acker ist halt, dass man sich auf einer Wiese sozusagen trifft, ja, und sich dann mehr oder weniger bekämpft. Ja. Aber das ist natürlich jetzt eine völlig neue Dimension, dass man sich da in aller Öffentlichkeit trifft und dann diese Brutalität, die man in diesem Video sieht, wie drei Bayern-Jungs ja eben auf einen wehrlosen Löwenfan einschlagen, auf den Kopf mit den Füßen treten. Also sowas habe ich lange nicht gesehen. Also es ist wirklich schockierend.
Ja, verstörend, absolut verstörende Bilder, die wir da gesehen haben. Und nochmal, du hast von Fans gesprochen. Also Fans, das trifft es da für mich nicht. Das sind gewaltbereite Hooligans. Ja, die Löwen wurden abgefangen. Das ist so normalerweise auch nicht der Fall. Ja, also bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Das wollten wir jetzt vorab einfach mal loswerden. Dass es wirklich verstörende, schreckliche Bilder waren, die wir da gesehen haben. Kann man nur hoffen, dass alle Beteiligten da halbwegs gesund rausgekommen sind aus dieser Nummer. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, Themawechsel. Wir kümmern uns um das Sportliche. Und da hat es vor der Partie bei Rot-Weiß Essen tatsächlich interessante Einblicke in die Seele von Maurizio Jacobacci gegeben, vom Löwentrainer, der etwas überrascht wirkte. Wie seine Vorgänger, bei denen hat es ein bisschen länger gedauert, bei Michael Kölner, bei Daniel Birovka. Jacobacci hat das jetzt nach ein paar Wochen schon geschnallt, dass irgendwas faul ist in diesem Verein. Nämlich dann, wenn er Kontakt zu einem Spieler aus der Schweiz aufnimmt, den er dann logischerweise besser kennt, der kommt aus der Schweiz. Hat sich da eben einen Spieler ja, ausgesucht, mit dem er sich unterhalten hat, ob er denn nach München kommen könnte. Und ja, wie es der Zufall will, ist das dann einen Tag später in An- und Abführung wieder irgendwo online aufgetaucht. Es hat auch Anschuldigungen dir gegenüber gegeben, dass du das ja immer publizieren würdest. Das kam aber nicht über die Blaue 24, diese Erstmeldung. Du hast es dann zwar auch geschrieben, aber das war nicht die Erstmeldung über die Blaue 24, also es wurde über andere Kanäle verbreitet. Das heißt, wir haben es ja schon sehr oft besprochen, die Indiskretionen bei 60 München, sie gehen weiter. Es scheint irgendeinen Maulwurf zu geben. Es kann eigentlich gar nicht so viele Kandidaten geben, die das rausposaunen, weil da nicht so viele involviert sind. Jacobacci ist völlig geschockt gewesen, dass es jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Er weiß jetzt auch, was er sich eingelassen hat beim TSV 1860 München. Ja, und wie in Vergangenheit auch, macht das die Verhandlungen natürlich nicht leichter, weil der Spieler sagt: Ja, Moment mal, also ich habe mich mit dem Trainer unterhalten und jetzt steht es in der Zeitung. Also, wo sind wir denn eigentlich? Ja, 60 München, wie es lebt und lebt. Man kann nur noch den Kopf schütteln, was bei diesem Verein abgeht, was sich dieser Maulwurf davon verspricht, diese Sachen immer an die Öffentlichkeit dann rauszuposaunen. Weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich nur vereinsschädigend, was da betrieben wird. Olli, was sagst du dazu? Ja, prinzipiell ist es normal für einen Journalisten, dass er eben gewissen Themen eben nachgeht und einfach mal der Transfermarkt ist halt das Interessante, dass der auch für den Fan, der will natürlich wissen, mit welchen Spielern beschäftigt sich der Verein. Ich finde viel schlimmer diese Sache eben mit dieser Schnapsal-Affäre, die war aus meiner Sicht viel, viel schlimmer. Die hat nämlich richtigen Schaden dem Verein zugefügt, dass mal Spielernamen rauskommen, das ist völlig legitim. Es kann natürlich auch sein, dass ein Berater da gesprochen hat, was ich eigentlich aber nicht glaube, denn wie ich Maurizio Jacobacci verstanden habe in der Pressekonferenz, hat er erst kurz zuvor mit diversen Leuten aus dem Verein über diese Personalie gesprochen und dass es dann wenig später dann eben rauskommt, also das ist schon sehr verwunderlich. Ja, mich wundert bei diesem Verein ehrlich gesagt Ich nichts. würde, Tobi, ich würde mir wünschen, dass Maurizio Jacobacci sich mal mit seinen Vorgängern einfach trifft, einfach mal einen runden Tisch macht, weil ich glaube, wenn die drei sich mal unterhalten, dann kommen einige spannende Dinge hervor und dann können sie sich gegenseitig die Hand geben. Also eigentlich würde ich mich freuen, wenn so eine Konstellation mal zustande kommen würde, Daniel Birovka, Michael Kölner und Maurizio Jacobacci. Und dann, glaube ich, wird dem einen oder anderen Fan, der immer noch ein bisschen an der ganzen Sache zweifelt, einfach mal die Augen geöffnet, was wirklich bei 60 Minuten los ist. Ja, das vermute ich auch. Günter Gorenzel hat ein interessantes Magenta Sport Interview gegeben vor der Partie gegen RWE. Er hat gesagt, es ist völlig egal, wer auf dem Platz steht. Es müssen welche auf dem Platz stehen, die für den Verein brennen. Na, das sind ja ganz neue Erkenntnisse vom Sportgeschäftsführer. Wahnsinn. Also, er hat eine ganze Weile dafür gebraucht, um das zu erkennen.
Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wer nächstes Jahr dann brennen wird, für 60 München aufzulaufen. Ich bin sehr neugierig, wenn er da alles an Land zieht, ob die Gerüchte, die dann so aufgeploppt sind, auch stimmen. Da gibt es eine ganze Menge eigentlich täglich, dass da irgendwelche Nachrichten auf dem Handy aufploppen. Ja, der wird gehandelt, der wird gehandelt. Gird, glaube ich, ist der Neueste, der jetzt aufgeploppt ist und bei 60 München gehandelt wird. Was da dran ist, ist ja schwer zu sagen. Ums Sportliche wollen wir uns natürlich dann eben insofern auch kümmern, dass wir noch über das 2 zu 2 bei RWE sprechen wollen. Olli, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe mir jedes Spiel in dieser Saison geguckt. Jedes Spiel. Alle. Wirklich alle ausnahmslos. Und wenn ich mal eins nicht sehen konnte, dann habe ich es mir in der Wiederholung angeguckt. Aber nach dem 0 zu 1 bei RWE habe ich gestern, ich gebe es zu, ausgeschaltet. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin nicht nach Essen gereist, weil eben dieser Zugstreit auch war. Und ich habe es wirklich nicht bereut. Denn das Niveau, was ich zumindest am Fernseher erkennen konnte, war unteres Regionalliga-Niveau aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass Fans das nicht anders sehen, die sich ein bisschen mit dem Fußball befassen. Richtig ist aber auch, dass sich 60 eben nach dem Seitenwechsel dann schon engagierter gezeigt hat und dann dieses 0 zu 1 in ein 2 zu 1 umgebogen hat. Trotz oder schlussendlich hat es dann am Ende doch nur zum 2 zu 2 gereicht, weil 60 wieder mal ein Tor in der Nachspielzeit kassiert hat. Auch wie übrigens schon im Hinspiel beim 1 zu 1. Das war ja dann mehr oder weniger auch der Auslöser, dass hier mit Unstimmigkeiten dann in die Winterpause ging. Ja, und gegen Oldenburg hat man auch in der Nachspielzeit eben den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben. Also die Konzentration war da nicht mehr hoch. Das muss man vielleicht auch ein bisschen die Spieler dann auch in Schutz nehmen, weil die Saison ist schon lange gelaufen. Ob man jetzt dann Achter, Neunter oder Zehnter wird, ist eigentlich scheißegal. Und wer da gestern alles auf dem Platz stand, genauso egal, weil das ist so keine Mannschaft, glaube ich zumindest, die nächstes Jahr in dieser Form auflaufen wird. Angefangen bei Tom Kretschmer, da wird sich auch was ändern, nehme ich mal schwer an. Also wie gesagt, seht es mir nach. Jetzt werden sie alle wieder schimpfen, der macht einen Podcast und hat das Spiel nicht gesehen. Ist richtig, ich hatte keinen Bock. Die Sonne hat geschienen draußen und das war verlockender gestern, als das, was ich da bis zum 0 zu Es 1. sind ja, Tobi, es sind ja selbst die Ultras sagen wir, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten aus dem Block geschlossen raus, weil da gab es ja auch einen Vorfall. Ich habe heute mit der Polizei in Essen telefoniert. Es wurden zwei Löwenfans in Gewahrsam genommen. Der andere hat keinen Zutritt zum Stadion bekommen. Also eben wegen Beleidigung, wegen Pyrotechnik. Ja, und dann geht der Support, beziehungsweise die Ultras gehen dann geschlossen aus dem Block raus. Ich kann das nicht nachvollziehen. Für mich ist Fußball etwas anderes als eine Selbstinizierung. Und ja, also ich will Fußball sehen, ich will Profifußball sehen, ich will meine Mannschaft unterstützen, wenn ich jetzt als Fan in der Kurve wäre. Aber dass man dann rausgeht und mehr oder weniger sich solidarisiert mit den anderen Jungs, die nicht rein durften, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, denn im Grunde geht es ja uns um 60 München und nicht hier, wer am lautesten in der Kurve schreit. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen, Freunde, seht mir das nach. Das ist ein eigener Kodex, was die Jungs da haben, die Ultras. Ja, das ist eine Selbstinszenierung, Olli, überhaupt keine Frage. So in An- und Abführung, wer hat den längsten und wer hat das meiste Feuer und keine Ahnung. Aber man muss dann auch ganz klipp und klar sagen, warum? Also Glückwunsch an die Polizei Essen, Chapeau. Sind die Ersten, die es geschafft haben, Pyro zu finden bei 60 München in dieser Saison. Also das ist ganz großes Kino, ne? Also herzlichen Glückwunsch. Das hat vorher noch keiner geschafft. Sie haben es immer ins Stadion geschafft damit. Jetzt mal nicht. Wahnsinn. Ja, Glückwunsch an die Beamten aus Essen. Ich würde mir das wünschen, dass es eigentlich in jedem Stadion so wäre, auch im Grünwalder Stadion. Dann würde sich 60 einiges an Geld sparen. Ich glaube, momentan steht 60 bei 55.000 Euro. Da kommen aber noch ein paar Tausende dazu. Eben aus dem Vorfall von Halle, wo es ja wirklich richtig gekracht hat und gescheppert hat. Also ich glaube, am Ende wird 60 dann bei 70, 75.000 Euro liegen. Und man weiß ja auch, was man mit 75.000 Euro anstellen kann. Das wäre ein zusätzlicher Mitarbeiter in der Geschäftsstelle.
Und da gibt es auch Nachholbedarf, nicht nur auf dem Platz. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, Tobi. Absolut. Wir stochern nach wie vor im Nebel, was die Kaderplanung für die nächste Saison angeht. Also es gibt viele Namen, die aufgeploppt sind in der vergangenen Woche. Wenn wir da jetzt über jeden sprechen, dann sitzt er morgen noch da. So viel ist klar. Aber es ist noch nichts fix. Es ist noch nichts passiert. Günter Gorenzel lässt sich da nicht in die Karten schauen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, Also, wie. Tobi, da muss ich dich noch kurz unterbrechen. Was ich natürlich höre, dass sich die Verhandlungen sehr schwer gestalten mit Günter Gorenzel. Es gibt Angebote eben für Marius Wöhrl, für Yannick Deichmann, bei Mansour Orhotagba. Den würde man natürlich auch gerne halten, aber es ist alles nicht so einfach. Ja, Günter Yannick Gorenzel hat. Deichmann, habe ich mir sagen lassen, Entschuldigung, Olli, wenn ich ihn unterbreche, Yannick Deichmann hat ja das Wappen, ne, in den Mittelpunkt gestellt. Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, aber prinzipiell mag er 60 München, aber nicht unter diesen Umständen, die eben aktuell eben bei den Löwen herrschen. Der ist ein Spieler, der braucht ein gepflegtes Umfeld und will natürlich auch was zerreißen, aber die momentane Kaderplanung lässt nichts darauf schließen, dass es im nächsten Jahr nach oben geht. So deutlich muss man das ansprechen, denn das Budget wird schon drastisch gekürzt um rund 2 Millionen Euro und man weiß mal, was man für 2 Millionen Euro bekommen kann. Ja, also das wären so 6, 7 Spieler roundabout. Ja, und diese Qualität wird 60 München dann fehlen. Es sei denn, man einigt sich irgendwie zwischen EV und dem Investor. Momentan sieht es aber nicht so aus. Nee, und da gab es nämlich heute brandaktuell, das haben wir jetzt auch noch mit unterbekommen, ein Interview mit der Abendzeitung, das Hasan Ismail gegeben hat. Das hat es, glaube ich, auch noch nicht so oft gegeben, ein Interview mit der Abendzeitung. Ja, Kollege war mal in L.A. bei ihm, das ist richtig, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wie gesagt, es gab jetzt dieses Interview und der Investor, ja, schießt da schon sehr gegen den EV. Er hat gesagt, Mensch, also mir sind mit 50 plus 1 die Hände gebunden, was soll ich machen? Ich mache immer meine Geldbörse auf und der EV macht nichts draus, Olli. Ja, aber so deutlich muss man das auch sehen, Tobi. Fakt ist, Hasan Ismail hat sich nach dem Zwangsabstieg 2017 eben zurückgezogen. Das hat auch in diesem Interview nochmal bestätigt, aus dem Grund eben, dass er einfach mal den EV auch machen lassen wollte. So lese ich das zumindest raus. Und er hat die komplette Handlungsmacht sozusagen dem EV übergeben, ja. Und der EV hat ja, wenn wir uns an die Worte damals von Hans Sitzberger und auch von Robert Reisinger erinnern, da hat auch Hans Sitzberger unter anderem gesagt, jetzt können wir es alleine machen, ja. Aber 60 konnte von Anfang an nichts alleine machen, auch in der Regionalliga nicht, ja. Das wurde dann immer so unter den Tisch gekehrt und man muss einfach den Fans, ja, den gutgläubigen Fans auch mal ein bisschen reinen Wein einschenken, denn alle Entscheidungen in der KGA, ja, sind mit dem Weisungsbefugnis vom EV quasi vonstatten gegangen. Ja, also auch diese Geschäftsführerentscheidungen, auch Marc Pfeiffer zum Beispiel und auch. Wo Ismaik auch ganz klar gesagt hat, oder jetzt nicht so viel Gutes an den beiden Geschäftsführern gelassen hat in diesem Interview, wo er auch gesagt hat, die waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass 4 Wochen Stillstand war bei 60 München. Ja, es ist ja klar. Also das ist die Geschäftsführung und die haben gewusst, wie viel Geld noch in der Vereinskasse ist, ja. Und trotzdem haben sie sich von Michael Köllner getrennt. Jetzt muss man natürlich fragen: Haben sie das bei Bewusstsein gemacht? Also beziehungsweise wussten sie, wie viel Geld noch in der Tasche ist oder beziehungsweise in der Kasse ist und haben trotzdem den Trainer entlassen und wollten dann eben, ja, der Plan war ursprünglich, Achim Bayerlorzer zu verpflichten. Jetzt muss man aber wissen, dass Achim Bayerlorzer ein ganz anderes Budget aufgerufen hat, wie Maurizio Jakobacci zum Beispiel. Und meines Wissens wollte er auch zwei Co-Trainer dabei haben. Also, und wenn man jetzt dann überlegt, ja, wie sich 60 dann nochmal verschuldet hätte mit diesem Trainer, ich glaube nicht, dass 60 jetzt besser dargestellt werden mit Achim Bayerlorzer. Und was man auch wissen muss, Achim Bayerlorzer hätte noch abgelöst werden müssen bei Red Bull oder bei RB Leipzig. Ja? Und meines Wissens ist es so gewesen, dass Achim Bayerlorzer
eben in dieser Aufsichtsratssitzung mehr oder weniger als neuer Top-Kandidat vorgestellt wurde. Aber man hat offenbar verheimlicht, dass er noch abgelöst werden muss. Also das wäre möglicherweise wäre da nochmal ein Zubrot oder ein Aufschlag hätte es da Und hier ist gegeben. übrigens Und die Überraschung, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, weil da brauchen wir jetzt Ablöse für den Trainer. Also genau, weil Hasan Ismail hätte dem Ganzen ja zustimmen müssen und deswegen verstehe ich diese ganze Geschichte nicht. Und was dann in den 4 Wochen mit Günter Gorenzel auf der Trainerbank passiert ist, das wissen wir alle. Von möglichen 12 Punkten hat 60 zwei geholt. Ja? Und damit war das Thema Aufstieg erledigt für mich. Ja? Und ich glaube, jeder andere Trainer hätte mehr Punkte gesammelt. Und ich glaube auch, dass man mit Michael Kölner, wenn man jetzt mal die Saison ein bisschen Revue passieren lässt, nicht schlechter gestanden hätte als auf Platz 9. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja? Und deswegen muss ich da jetzt Hasan Ismail frei von Schuld sprechen, dass er da irgendwie Einfluss drauf hatte. Und man kann ja nicht immer nur hier die Hand aufhalten und sagen, ja, gib uns mal Geld, wir machen dann schon. Genau das muss man jetzt auch mal feststellen. Die letzten 6 Jahre, ja, da hat sich Hasan Ismail zurückgehalten. ja, Ja. pass auf, und das Schöne ist ja, wenn man dann sagt, Moment, also 6 Jahre lang konnte jetzt der EV schalten und walten, wie er will, So und ist was ist es. dabei rausgekommen? Platz 9 im 6. Jahr in der dritten Liga. Ja. Und wenn du das dann Und sagst, dann hörst du dann sofort, ja, was war denn mit dem Abstieg? Da durfte der Investor machen. Ja, super. Macht's. Hasan Ismail, man muss ja das nochmal zurückblicken. Also man muss dann schon bei den Fakten bleiben. Es war die Saison 2016, 2017. Im Winter gab es die Problematik, oder sage ich mal, im November wurde ja dann Thomas Eichin und auch Kostas Runjajić entlassen. Und dann hat Ismail natürlich investiert, ja, und hat halt gedacht, dass es mit einem Vitor Pereira und mit zig ausländischen Spielern besser wird. Das war leider ein Schuss in den Ofen sozusagen. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, dass vor allem auch deutsche Spieler verpflichtet werden, die auch die Liga kennen. Das war natürlich ein Fehler, brauchen wir gar nicht um einen heißen Brei reden. Trotzdem muss man sagen, der EV hatte die Möglichkeit, dies zu stoppen. Der Verwaltungsrat, ja, der ja auch Einfluss auf das Präsidium gehabt hätte. Ja, und bloß mir wurde damals auch zugetragen, dass es geheißen hat, ja, solange der Ismail zahlt, ist uns das scheißegal. Also, das waren die Aussagen, die mir auch bestätigt wurden vom ehemaligen Präsidenten des TSV 1860 München, dass der Verwaltungsrat sich genauso verhalten hat. Da hieß es dann, ja, wenn der Ismail zahlt, dann passt schon. Ja, also, und dann muss ich halt einfach auch sagen, wenn man dann auch im Aufsichtsrat sitzt, ja, also eine Aufsichtspflicht, funktioniert für mich anders. Absolut. Ja, also wir werden sehr gespannt sein, auch auf unser Treffen mit Hasan Ismail am 24. Mai im Kino am Sendinger Tor. Die meisten Löwen-Fans interessiert natürlich, gibt es noch Karten, Olli? Ja, es gibt noch Karten, aber nicht mehr viele. Ich habe heute nochmal dazu aufgerufen, 50 Karten sind noch frei, alles andere ist weg, muss ich so deutlich sagen. Es ist ein riesengroßes Interesse eben auf unsere Veranstaltung. Natürlich die Leute, die Fans wollen Hasan Ismail erleben, aber auch natürlich Petar Radenkovic, Freddy Heiß, Bernd Patzke, Werner Lorand und dann auch Michael Lerchenberg zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch konträre Meinungen. Unter anderem von Martin Hagen, den Bayerns FDP-Chef, der gilt ja als glühender EV-Fan und auch Grünwalder Stadion-Fan. Und der kann uns natürlich auch seine Sichtweise einfach mal darstellen. Ja, wir müssen dann auch dazu sagen, Olli, dass da mittlerweile ganz verrückte Dinge online passieren. Es werden 500 € für eine Karte geboten und so weiter und so fort. Also man muss schon sagen, diese Karten sind personalisiert. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen. Diese Karten sind personalisiert. Und das ist eine Veranstaltung von Rade Serben und die Blaue 24. Und wenn wir Wind davon bekommen, dass der Schindluder damit betrieben wird, dann wird der Einlass untersagt. Das muss man so deutlich sagen. Also nicht, dass da So einer. schaut es aus, ja. Und was wir auch ganz klar sagen müssen, ist, dass es keine Tageskasse, keine Abendkasse geben wird. Die Veranstaltung wird dann ausverkauft sein. Insgesamt dürfen wir 403 Leute reinlassen. Es werden am Ende dann auch so viele sein. Ich freue mich drauf. Jetzt hab ich glaube ich, noch jemanden vergessen. Sag ich, Stimmenjahres ist auch da, der Aufsichtsratsvorsitzende, der bestimmt auch eine eigene Meinung auf das Ganze hat. Was so in den letzten Jahren bei 60 München wirklich passiert ist. Und es wird. Ja, ich freue mich auf die Veranstaltung einfach. Es war jetzt schon sehr, sehr viel Arbeit im Vorgang sozusagen.
Und wir haben jetzt auch einen Sponsor gefunden fürs Catering, für die VIPs, das Gasthof zur Linde auf der Fraueninsel. Da freue ich mich ganz besonders, dass das jemand übernommen hat. Denn wie gesagt, so ein Kinosaal kostet schon ein bisschen was und das muss ich eben aus der Kasse von DB24 bezahlen und auch natürlich aus Radis Erbenkasse sozusagen, weil du ja dich auch zur Verfügung stellst als Moderator, Tobi. Das finde ich super. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, definitiv. Wir sind sehr gespannt auf diesen Abend. Das soll es von Radis Erben langsam aber sicher schon wieder gewesen sein. Am Wochenende gibt es wieder ein Fußballspiel. Am Wie oft? Freitag. Ah, ja, Freitag natürlich. Ist von Interesse eher gering, wie das so ist, wenn es um nichts mehr geht. Ja, aber was ich noch sagen will, Tobi, ich hätte natürlich auch gern den Präsidenten Robert Reisinger bei unserer Veranstaltung dabei gehabt, aber er hat mir schon vor längerer Zeit abgesagt. Ja, also er hätte sich hier mal auf einer größeren Plattform präsentieren können, weil ich gehe davon aus, dass mehr Zuschauer da sein werden als bei der letzten Mitgliederversammlung von 60 Lunden. Und ja, es ist so. Es ist so. Und wir hätten sicherlich noch mehr Karten verkaufen können, aber mit dieser Veranstaltung versprechen wir uns natürlich, dass den Leuten einfach mal bewusst wird, dass 60 einfach nicht mehr der Verein ist, was eigentlich sein sollte. Und ich habe es hab's 2017 gesagt, 60 muss aufpassen, dass er sich nicht verzwergt, der Club. Und jetzt sind wir an diesem Punkt leider, wo man große Angst haben muss um diesen geilen Club. Und das ist eben auch der Grund, warum wir diese Veranstaltung auch machen. Von dem Standpunkt habe ich es noch gar nicht gesehen, Olli. Es ist unglaublich, aber du hast natürlich recht. Es ist wahnsinnig. Bekommen Sie ja auch mit, was da an Anfragen reinkommt in Sachen Karten. Es ist unglaublich. Ach du meine Güte. Aber wir sehen das ja alles zu groß. Also 60 München ist ja nicht mehr so groß. Wir des Öfteren schon gesagt bekommen. Nee. Gut, lass mal das einfach so stehen. Am Wochenende, am Freitag ist wieder ein Spiel und uns würde es natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiter abonnieren würdet bei YouTube. Das wäre uns ein Fest. Genau, und dann sind wir. Ja, wir haben die Tausender-Marke durchbrochen, oder? Ja, ich glaube, es ist wieder ein jetzt runtergegangen. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben die Tausender-Marke auf alle Fälle geknackt zwischenzeitlich. Ja, wäre schön, wenn da noch viel mehr dazu kommen würden. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst, wenn ihr uns da abonniert. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Genau, dann seid ihr da sofort up to date und wisst Bescheid, was es wieder Neues gibt von Radis Erben und beim TSV 1860. Das soll es gewesen sein von uns. Bisschen später heute, weil wir das eben noch abwarten wollten, wie sich da die Lage entwickelt mit diesem Hooligan-Krieg, mit diesem Ultra-Krieg in München. Anders kann man das nicht nennen, weil das ist wirklich nichts für zart beseitete, wenn man sich das anschaut. Das war's von Ich uns. bin gespannt, Tobi. Ich Ja. bin gespannt, wie sich die beiden Vereine auch äußern werden. Also quasi die Führung vom FC Bayern und auch von 60 München, weil es ist schon aus meiner Sicht ein dramatisches Thema, denn Werbung geht anders. Definitiv. Also, macht's es gut. Am Wochenende sind wir wieder für euch da. Bis dann. Servus. Ciao.